Guten Morgen Leute, ich bin der Dan von rollenspielkaufen.de und wenn ihr die Musik hört, dann werdet ihr wissen, dass ich jetzt gerade dabei bin und noch Aufnahmen mache für mein Risen Let's Play. Das ist das, wo ich jetzt heute meine Zeit wieder mal drin versenke. Aber warum ich mich überhaupt melde, ist, ich möchte euch nochmal einen kleinen Überblick geben, was momentan hier so im Hintergrund köchelt. Wie gesagt, Risen Let's Play ist für jeden was dabei. Für die neuen Leute, die gerne Rollenspiele mögen, guckt euch das Risen Let's Play an, ist der Hammer. Und für die Nostalgiker und vielleicht für Leute, die irgendwo an der Stelle hängen geblieben sind, es gibt immer mal die Möglichkeit herauszufinden, wie irgendwas funktioniert. Ja, womit beschäftige ich mich heute oder diese Woche? Tales of Telluria, das ist ein Rollenspiel, was vielleicht nicht so bekannt ist. Wahrscheinlich ist es total unbekannt. Der Macher von diesem Rollenspiel hat mich angeschrieben und er möchte gerne, dass ich ein Vorstellungsvideo dazu mache. Und er hat mir das geschickt. Das musste er vorher mit seinem Verlag abklären. Ich habe es mir hier auf mein kleines Kindle gezogen. Und Telluria, genau. Tales of Telluria. Ist so ein Science-Fantasy-Ding, wirkt auf jeden Fall sehr, sehr cool bis jetzt und da lese ich mich jetzt ein und wenn es gut ist, stelle ich es mal vor. Des Weiteren ist unsere Rubrik Zufallsbegegnung mit Nicknack und Ben and Paper super gestartet. Wir haben schon über 1000 Aufrufe nach 4 Tagen, 5 Tagen, 6 Tagen, keine Ahnung. Und wir werden uns jetzt demnächst wieder treffen und haben schon Themen abgeklärt gestern und werden 3 neue Folgen aufspielen. Dazu muss ich noch mal eine Recherchearbeit machen, um das alles einigermaßen fundiert über die Bühne zu kriegen. Und das ist auch sehr gut angenommen worden. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Klickt einfach mal rein auf meinem Replay. auf meiner Playlist Zufallsbegegnungen. War eine richtig coole erste Folge. Hauptsächlich ging es darum, wie wir zum Rollenspiel gekommen sind und so weiter. Und ist auf jeden Fall cool. Und als letztes gehen meine Bücher durchgeblättert Videos weiter. Ich habe noch 2-3 neue Schätzchen organisiert und ich habe noch ein bisschen was in meinem Regal und da gehen die Reviews weiter. Ich denke mal, das nächste, was kommen wird, ist Midgard Nahuatlan im Reich des Mondjaguars. Tja, ein kleines vergriffenes Kleinod, was ich jetzt bekommen habe. Das wird wahrscheinlich jetzt als nächstes kommen. Und wenn nicht, nagelt mich nicht drauf fest. So, ich gehe jetzt zurück zu meinen Aufnahmen. Ich muss auch heute wieder arbeiten, deswegen muss ich mich ein bisschen sputen. Ich hoffe, ihr seid dabei, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns dann auf meinem Kanal. Ich habe einiges vor und ihr seid hoffentlich dabei. Macht's gut, Leute. Ciao.